So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Heute geht's gegen Hamburg und ich muss sagen, ich habe das Spiel schon mal gestartet oder ich habe schon mal gespielt. Aber dann hat mein PC gemeint, beziehungsweise Windows Update, ey, jetzt habe ich noch installiert, jetzt starte ich auch neu. Ja, hat mich natürlich riesig gefreut. Und heute spielen wir, wie gesagt, gegen Hamburg. Ich möchte mal wieder Cesar spielen lassen anstelle von Mace. Und dann Player. Anstelle von Daxter, Zunes aber raus. Und dafür Daxter rein. Bernd mal auf rechts und Volleyball auf links. Dann einen guten AKW und Phil auf links. Treutwein mal raus. Dafür Pacman rein und Joel für Davino. Gut. Czernik, Flöschi, Zunes, Sandro. Das wären die vier Einwechslungen. Also drei davon werden eingewechselt. Nur mal gucken, wer. Wochert als Kapitän. Dann würde ich sagen, starten wir und hoffen wir das Beste. Wir müssen auswärts spielen. Wir spielen Weltklasse 10 Minuten und es ist bewölkt. Hopp rein. Na klar, war's. War ja klar. Jo, Hamburger Sportverein gegen FC Fläschi in der Bundesliga in der Imtech Arena. Oh, Jiracik. Mit dem hatte ich voll die Probleme, muss ich sagen. Also der hat schon gescheit genervt da hinten drin. Ja, wir waren auch zu dem Zeitpunkt 2 zu 0 zurückgelegen. Mal hoffen, dass es jetzt besser klappt. Da ich aber mit einer wenig anderen Aufstellung gespielt. So, Morat als Kapitän heute. Dürfte eigentlich ja auch klappen. So, wir sind derzeit Dritter mit 25 Spielen und nur einem Punkt Rückstand und einem Spiel weniger. Die spielen auf jeden Fall mit Adler, Diekmeyer, Manchien, Diouro, Janssen, Badeli, 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 Rincon, Beister, Jiracek, Van der Vaart und Rudnevs. Und unsere Aufstellung kennen wir mit Cruz, Eichhorn, Pacman, Joel, Phil, Player, Bernd, Volleyball, Daxter, Cesar und ganz vorne drin der Kapitän Bochert. Klassisches 4-1-2-1-2 und ich sage, los geht's. Offensiv. Abseitsfalle. Und schon das erste Mal hängen geblieben. So, Pacman zieht raus. Boah. Tiki-Taka. Cruz, komm her. Und wird er natürlich da in die Ecke rein. Schöner Ball, Borchardt hat ihn noch. Ah, Mist. Ich habe gehofft auf durch die Beine, aber nein, nein. Warum konnte ich jetzt da nicht köpfen? Hallo, greift halt an. So, Volleyball geht. Ah, shit. Och, hey. Hey. Ich bin ein kleiner Indianer. Die spielen extrem. Was macht denn jetzt? Ach, haben wir wieder unseren Abdullah Ahmed, ja. War ja klar, Daxter, gelb. Für dieses etwas zu üble Foul. Aber hätte der nicht in dem Moment, wo ich gegrätscht bin, gepasst?
Wäre auch alles gut gegangen. Ach, hey, Kinders. Sehr stark. So, Eichhorn. Wir haben aber auch schon ein Pech. Das ist schon anders. Oh, schade. Bernd. Ein anderes Kaliber wie Dortmund. Schön. Er kämpft den Ball. Und dann ein bisschen zu hart erwischt. Stell mal auf Konter um. Kontern wir sie aus. Nein, schade. Ball zu mir, bitte. Ball, habe ich gesagt, zu mir. Ach, hey. Die doofen Bälle, die gehen immer so leicht ins Aus bei uns zurzeit. Ja, bei denen halt auch. Oh, schön. Nicht schön. Gott sei Dank. Ah, ja. Wollen wir jetzt vielleicht mal ein Tor schießen oder wenigstens mal einen. Vernünftigen Torschuss. Wie von denen immer einer da ist. Das war jetzt wieder nix, oder wie? Ey, dieser Schiri, der geht mir so brutal auf den Sack. Muss ich schon ganz ehrlich sagen, also. Ah, das ist Bauchert neuerdings. Hast dich aber gescheit verändert, mein Freund. So holt man den Einwurf raus. Schon auffallen, dass wir halt echt null durchkommen. Immer wenn ich dann auch spielen will, sind sie komischerweise da. Das wirkt schon wieder für mich so künstlich.
Bitte Leute, was macht denn ihr? Was macht denn ihr? Hui. Ja, du kannst eh nix. Davon abgesehen. Da stibitzt ihr mir den Ball vom Fuß. Auch uncool, eher. Ich hab doch schon gespielt. Nein, nein, nein. Oh, ja. Wenn der eine Mann natürlich wegrennt, ist das natürlich echt sinnvoll. So ein Fehlpass musst du ausnutzen in so einer Situation. Ja. Also zum Glück sind die halt auch verflucht schlecht. Davon abgesehen, weil so ein Ball, der muss mal locker sitzen. Sollte mit Daxa vielleicht wegen aufpassen. Es ist einfach nur ein krache Spiel irgendwie. Gut gehalten. Sehr gut gehalten sogar. Ich hoffe nur, dass wir jetzt keinen mehr reinkriegen. Hopp, ja. Schön. Jetzt Cäsar. Klassisch Strichplayer. Da, Netz hat dann abzogen. Und da fliegt er, der Adler. Da fliegt er wie ein Adler. Yes! Bochert! Bochert! Da ist er da. Zur rechten Zeit am rechten Ort. Kurz vor der Halbzeit noch in der 45. Minute. Gefällt mir sehr gut. Volleyball mit der Ecke. Ja, wenn es halt auch über Standard sein muss, dann ist es halt so. Eigentlich sollten Flanken zum Mitspieler kommen. Habe ich mal gehört. Aber scheinbar ist an dem Gerücht ja nichts dran. Und was sagt er eigentlich zu Schalke und Dortmund? Also Dortmund-Spiel war ja Bombe.
Das hat richtig Spaß zu schauen gemacht, finde ich. Und Schalke spielt erst heute Abend für mich. Aber ihr habt es ja schon gesehen. Also könnt ihr mal schreiben, was ihr auch davon haltet. Verdient, unverdient oder sonstiges. Gut, César macht definitiv Platz für Sandro. Czernik kommt rein und Fleschi kommt rein. Dax hat 2,8 Kilometer gelaufen. Ich vertraue jetzt Daxter, dass er mal nicht mit Gelb-Rot vom Platz fliegt. Ganz genau. Shit. Kannst du einer nicht mal aufs Tor wenigstens kommen? Das finde ich nicht blöd, wenn ich das als Versuch an Versuch. Nein, 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 nein. Ach, komm! Gibt's gleich. Ja, ich wollte gerade sagen, ich will mir das Geld geben, aber schau mal an. Also ich habe ja. Was soll man da machen? Der zieht kurz vor mir noch rüber. Ich will jetzt ja echt nicht motzen, Schwede, aber das war doch mindestens genauso ein übles Foul wie meins. Was pfeifst du jetzt, Schwede? Rot für Celik! Alter, das ist jetzt, das ist doch ein schlechter Witz, Leute. Krass, ey, ich muss aber jetzt Formation umstellen. Nur wie? Na, ich meine, es ist schon ein herber Ausfall jetzt. Wenn ich. Das kann ich nicht. Nee. Da, wir lassen es einfach so, wie es ist. Und jetzt hat natürlich alles nur noch über rechts.
Also, ey, das fand ich jetzt schon wieder wegen arg krass, die Entscheidung. Phil? Na gut, da kannst du nichts machen. Selbst als Abwehrspieler, eigentlich, du müsstest zwar halt vor Mann sein, aber. Mann, Bochi! Die sind die bessere Mannschaft. So hart's klingt, aber. Wie es halt echt. Nicht klappt, dass ich auf Phil wechseln kann. Verteidigen, Leute. Hallo. Also das ist schon wieder peinlich, Leute. Es ist echt schon wieder peinlich. Fleschi, 11 Torvorlagen, damit Ligaspitze. Borchardt fehlt heute wegen der Zug noch zum Tor, finde ich. Die haben einfach einen viel, Entschuldigung, höheren Antritt als wir irgendwie. So kommt es hier zumindest vor. Welche Minute sind wir denn? Kann er ganz gemütlich aufnehmen. Komm, ach Mann. Ist doch zu zum Mäusmelken. Yes! Schönes Ding, Borchardt. Alter, was für ein Gottespass. Krass.
Sehr schön unauflässig. Mit Glück noch irgendwie. Also, Daxter und dann Borchardt mittendurch und Fläschig schön in aller Seelenruhe. Zum 2 zu 1 in Unterzahl. Nein, Daxter ist verletzt und wir können nicht mehr auswechseln. Oh Mist. Was hast du? Kniesehnenentzerrung. Fuck. Das tut mir leid, du musst spielen. Was ein Scheißspiel, ich sag's euch. Ja, da können sie noch ganz gemütlich auswechseln, die Hunde. Sorry, Daxter, aber ich will dich jetzt eigentlich echt nicht unbedingt noch Mods hier. Fuck. Ja, das Schießen klappt dann halt auch dementsprechend stark. Achso, da war noch einer dran. Okay. Joel, bitte, so einen musst du machen, ey, in 86. Wir sind ja vorne, also das ist ja unser Glück noch, aber man weiß halt echt nicht, was jetzt der FIFA plötzlich sagt. Okay, komm. Was? Wie spät willst du denn noch pfeifen? Oh, du bist so ein... Das ist der schlimmste Schiri der Welt. Abseits, gut gemacht, Jungs. So, Borchardt mit der Flanke ins Nirgendwo. 90. Pfeifst du es bitte ab? Alter, wir haben den verletzten Spieler auf dem Platz. Komm. Ja! Hervorragendes Spiel, sehr, sehr schön. Das nenne ich mal Kampfgeist bewiesen, hä? So, Borchardt, bester Spieler? Naja, Cruz ist bester Spieler. Okay. Mit 8-0? Wie viel Paraden? 10 Paraden, nice. Fläschig 6-8, Daxter 7 und Borchardt 7-1, auch mal wieder gut. Zweitbester Mann, gefällt mir. Daten werden vom Server geladen. Pressekonferenz. Rückspiel verunsichern. Im Auftrag des Herrn möchte ich Ihnen meine Wertschätzung für die hingebungsvolle Arbeit für unseren Verein aussprechen. Wir wissen, dass wir im Mund. Dankeschön. Einspielsperre. Jo.
Ich kann so nicht sagen, ich würde gerne wissen, welche Rolle ich übernehmen soll. Ich bin enttäuscht von diesem Angebot, aber weiterhin verhandlungsbereit, sagt Pac-Man. Gut, dann machen wir das halt auch noch. 9 Millionen, ganz genau. Okay. Dann schauen wir mal Vereinsnews. Manu will zu Bayern, ist glaube ich dann doch noch nicht. Nee, Pac-Man ist auch nicht auf Transferliste. Ja, Niederlage war echt ungerechtfertigt. Und damit sind wir Zweiter mit einem Spiel weniger als Dortmund und einem Punkt vor der, ne? So was will ich sehen, das ist schön. Also wir haben 71 Tore geschossen, Jungs, ihr seid ja so dermaßen dicht. Ach, krass. Spielerstatistik, Torjäger ist Borchardt mit 22, mittlerweile weit vor Mandzukic. Und es waren sonst von uns noch einer da oben dabei. Ja, der Czernik mit 7. Und ansonsten niemand Torvorlagen, bin ich mit 11 auch noch vor Mandzukic. Das ist gut. Und Czernik, Zunis, Daxter und Mace jeweils 5, Bernd 4, Cesar 4. Lässt sich sehen, oder? Und Bernd hat, ach so, ja, 4. Ja. Ne, ist gut. Aber warte mal, schau mal. Ohne Gegentor sind wir leider nicht so gut. 5 Stück. Gelbe Karten. Ja, Daxter mit 6 schon extrem oben. Rote Karten. Ja, Czernik und Daxter. Daxter, du bist so unfair. Das gibt's ja gar nicht. Hammerhart. Aber ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Und in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.